Am deutschen Aktienmarkt zeichnet sich heute wieder so etwas wie eine kleine Erholung ab. Der DAX kann heute im frühen Handel knapp 1% zulegen, wenngleich noch nicht ganz. Und das tut nicht nur den Bullen gut, sondern es keimt eben auch bei einigen technischen Analysten die Hoffnung auf, dass der DAX vielleicht sogar die Marke von 10.600 Punkten knacken kann. Es bleibt abzuwarten. Allerdings, das wäre eine halbwegs entscheidende Marke, denn in den vergangenen Wochen hat sich in etwa in diesem Bereich ein durchaus ernstzunehmender charttechnischer Widerstand ausgebildet. Es lebt also die Hoffnung, dass der DAX diese runde Marke tatsächlich knacken kann. Und dann, so die Sicht einiger technischer Analysten, wäre tatsächlich schon wieder der Weg frei nach oben. Es bleibt also spannend an diesem Handelstag und die Vorgaben, insbesondere aus Übersee, sind heute gar nicht so schlecht, denn die Futures der großen US-Indizes notieren aktuell nahezu alle im Plus. Gemischte Vorgaben gibt es allerdings eher aus Asien. Der Nikkei ging mit einem doch deutlichen Minus von gut 2,3% aus dem Handel, während es an den chinesischen Leitbörsen da schon deutlich besser lief. Hier konnten nahezu allen großen Indizes doch deutlich zulegen. Schauen wir auf das dominierende Thema in diesen Tagen und das ist natürlich der Apple-Schock von gestern. Die Apple-Aktie brach gestern um fast 10% in der Spitze ein. Das heißt, im Endeffekt wurden hier Kapital im Gegenwert von 75 Milliarden vernichtet. Und das an nur einem Handelstag, um das in eine gewisse Relation zu setzen. 75 Milliarden, das ist in etwa die Marktkapitalisierung von BMW und Continental zusammen. Und wenn es Apple trifft, dann trifft es eben meist nicht nur Apple allein, sondern eben auch eine ganze Reihe von Zulieferern. Und da wären zu nennen Lumentum, Cirrus Logic oder Qorvo. Alle Aktien dieser Zulieferer von Apple verloren zwischen 8,4 und 9,1%. Der gesamte US-Tech-Sektor ging mit gestern mit einem Minus in der Spitze von 7,7% aus dem Handel. Doch auch hier zeichnet sich zumindest in Deutschland bereits eine leichte Erholungstendenz ab. Die meisten Werte aus dem Tech-Sektor wie Extron, Dialog Semiconductor oder auch Infineon können heute im frühen Handel vergleichsweise deutlich zulegen. Schauen wir noch auf die großen Indizes. Der DAX, wie bereits erwähnt, bei 10.511 Punkten. Das ist ein Plus von 0,85%. Dow Jones 22.882 Zähler plus 0,8%. Das Devisenpaar Euro-US-Dollar wird aktuell noch ein wenig durch den Shutdown in den USA belastet, tendiert auch heute vor allem seitwärts bei 1,1411. Das ist nahezu unverändert gegenüber dem Vortag. Ebenfalls nahezu unverändert gegenüber dem Vortag notiert der Goldpreis. Eine Feinunze kostet aktuell 1.294 US-Dollar.